Ein herzliches Hallo und willkommen zurück zur nächsten Folge Stardew Valley. Und wir sehen gerade, wie die gute alte Lea irgendwie Probleme hat. Ach, sie kommt nicht ran. Müssen wir ihr wohl helfen. Oh, Barney, du hast mich erschreckt. Siehst du die Frucht dort oben? Sieht lecker aus, nicht? Aber ich komme nicht dran. Ah! Aha, danke. Okay, hab sie. Du bist stärker, als du aussiehst. Hier, nimm ein Stück. Ein Apfel. Mhm. Bam, badam, badam, bam. Mir ist gerade etwas klar geworden. Selbst wenn meine Künstlerkarriere floppt, habe ich immer jemanden, der mich auf dem Weg nach unten auffängt. Mhm, nämlich uns. Danke, dass du mir vorhin geholfen hast. Ja, gerne. Gerne, gerne. Wo stehen wir denn bei ihr? 6. Also, nicht, ne? Sondern so. 6 Herzchen. Geht ja voran. Gut. Ich habe tatsächlich nur einen Tag, glaube ich, jetzt verbracht, ne? Offscreen? Also, ich bin schlafen gegangen. Ich weiß gar nicht, was ich an dem Tag davor gemacht habe noch. Naja, so. Wir packen erstmal ganz kurz. Ich habe jetzt alle Eier mit am Start. Und die packen wir mal bei Guss. In den Kühlschrank. So, König hier, Präriekönig spiele ich heute nicht. So. Okay, schon fertig. Kann ich wieder welche rausnehmen? Ich hätte gerne die goldenen behalten. Hä? Oh fuck. Na, dann behalten wir die großen. Goldenen, weißen Eier. Eier. So, komm, der guten alten Dame. Omi-mi. Nein, du sollst sie schenken. Nein, du sollst sie nicht essen. Wie nett, danke dir. So, ansonsten... Achso, ich habe die Gioden noch gecrackt. Da waren auch nochmal 2 neue Sachen dabei. Die Ignornekante habe ich aber schon im... Museum abgegeben. Ja. Ansonsten ist nichts passiert. Also klar, was soll an einem Tag auch passieren? Ach scheiße, komm. Jetzt erstmal ganz kurz ein bisschen recyceln wieder. Achso, sind das Mineralien? Muss mal gucken, was hier in meine Schatzkiste kommt. Das haben wir sogar schon, krass. Das ist ein Artefakt. Mineral, okay. Gut, dann schmeißen wir die Eier in den Kühlschrank. Ist auch schon wieder super voll alles. Komm, ich schmeiß mal den Gelee und auch den Wein weg. Und auch mal ein bisschen Honig und die Kackmayonnaise kommt auch mal weg. Den Rest behalten wir. Ja. So, das kommt mal alles noch in die Verkaufstruhe. Genauso wie die Austern, Ditte und Ditte. So, den Müll packen wir ganz... Achso, hier, Erz haben wir auch noch. Golderzstein. Holz 200. Wir brauchen 350. Mal gucken, ob hier unten was gewachsen ist in meine Baumfarm. Nö. Da ist nichts gewachsen. Also ich meine, ich kann natürlich jetzt hier die Umgebung abholzen. Würde ich aber auch gern so lassen, wie sie ist. Dementsprechend... Ich bräuchte auch noch 2 Kaulbarsche. Ich habe nämlich die Fische wieder gefüttert. Diesmal wollten sie wilde Saat. 5-mal wilde Saat. Habe ich ihnen natürlich geben können. Und... Dementsprechend habe ich jetzt nochmal 2 neue Plätze für Kaulbarsche.
Und ich hoffe, dass ich jetzt hier zwei Kaulbarsche auch schnell finde. Das sind Lochs. Oh, cool. Wusste ich gar nicht, dass auch Bücher im Wasser liegen können. Aber... Oh, Alter, es geht aber schnell. Passt ja. So, bist du für ein lausiger Fisch? Perfekt. Nein, Lachs. Monsterlachs. Alter, wie schnell geht's denn bitte? Das war aber sehr knapp. Wieder ein Lachs. Hör mal auf. Ich brauche einen Kaulbarsch. Alter. Lachs. Max. So, jetzt geht's mal nicht schnell. Und nur Grünzeug an der Angel. Also ich habe einen Kaulbarsch noch in der Kiste. Aber den würde ich gern behalten. Alter. Ist hier nur Lachse heute? Wieder ein Lachs. Alter, vor allem der vierte perfekte Lachs. Ist ja Wahnsinn. Oh, das ist ein anderer Fisch. Eine Tigerforelle. Ah ja. Geode und Kohle. Alter, wie schnell. Ich meine, wir sind natürlich auch bombastischer Fischer schon. Darf man auch nicht vergessen. Ach, endlich, Kaulbarsch. Einen brauche ich noch. Dann schmeißen wir die beiden neuen Kaulbarsche mal in die in den Teich rein. Perfekt. Nein! Oh, aber Kaulbarsch. Gold und... Ja. Besser. Keine Ahnung, was das für eine Farbe ist. Achso, und ich habe mir eine Hacke geholt. Da. Nee. Da. Stahlhacke. Ist wieder am Start. So, wir hatten, glaube ich, einen silbernen Kaulbarsch. Genau, den ersetzen wir erstmal. Lachs wäre ja gar nicht drin. Doch, da. Tigerforelle? Haben wir schon bombastische, krass. So, 7 Kaulbarsche. Läuft. Tja, die restlichen Fische. Ich meine, ich kann sie natürlich verkaufen. Ich kann sie natürlich verkaufen. Mach ich auch. So. Ja, komm, den Rest behalten wir. Ich weiß nicht, ob die Algen wirklich so das perfekte Essen sind. Pack halt einfach mal rein. Kohle, Geode. Also klar, Geode. Wird wieder gesammelt und dann irgendwann mitgenommen. Kohle. Achso, ich kann auch mal wieder Sachen einschmilzen. Oh. War ein bisschen übereifrig. So, ich weiß gar nicht, was aus dem Müll wird. Ich habe einfach auch so viele Fackeln mittlerweile. Ich weiß gar nicht, was ich mit den 16 Fackeln anstellen soll. Ich kann die mal weglegen. Also vielleicht können wir damit irgendwann unsere Farm hier ein bisschen schöner machen. Ganz ehrlich, das würde ich gerne verkaufen. Ich glaube, hier das Ding ist fertig, oder? Nee. Wir fahren mal ganz... Fahren vor allen Dingen. Na doch, wir können mal fahren. Kurz oben zur Abenteurer-Gilde. Dann kann man nämlich die beiden alten Schwerter verkaufen. Und nochmal ein bisschen Inventory ausräumen. Mine. Ah ja, hier könnte ich vielleicht auch nochmal angeln gehen. Ach Gott, Alter, echt ein Angeln. Ach, Demetrius, hallo. Der Demetrius. Hallo, er ist zurück. So, hier, ich hab... Oh, nee, das auf jeden Fall nicht. Ach, hier gibt's doch so ein fettes Schwert, den Lava-Katana. Kann ich mir natürlich leisten.
Geschwindigkeit. Erhöht Angriff um 10%. Zack, kaufe ich. Erhöht den Radius zur Aufnahme von Gegenständen. Zack. Angriff erhöht. Er ist zurück. Ja, ich muss Geld loswerden. Ich habe zu viel. Also ich habe nicht zu viel, man kann nie zu viel haben, aber ich habe anständig Geld. Und ich denke nach dem... Ja, ist richtig. Nach dem, nach diesem Tag hier werden wir auch wieder mehr als genug haben. Also auch die 30.000 wieder. Noch ein bisschen Eisenerz sammeln. Und vielleicht noch ein paar... Goden. Ah, keep meine an. Leiter plus 2 Geoden. Hallo? Weil ich ehrlich gesagt die Feuergeoden gerne hätte. Waren das Feuergeoden? Oder verwechsel ich das gerade? 110? Hau ab! Hau ab! Gab's hier auch Geoden? Also davon abgesehen, dass ich hier ziemlich doll draufhauen muss. Ah, ich könnte natürlich meine Spitzhacke auch mal in Gold umwandeln. Wir müssen ja sowieso mal unsere ganzen Werkzeuge irgendwann auf Gold umstellen. Gibt es hier Geoden? Leiter. Oh, das ist eine Fledermaus. Feuerquarz. Hm. Weiß nicht, ob man hier aus dem Gestein Dioden rauskriegt. Alter, das nenne ich mal Quick. Oh, ich habe keine Energie mehr. Wo ist das? Jade. Gut, okay. Wir gehen nach Hause. Alter Scheiße. Habe ich irgendwas zu essen bei? Oh, Mist. Kann ich nichts essen? Doch, ich kann... Wir essen jetzt mal das Brötchen. Ja. Plus 99 Energie. Aber ansonsten nur schnell. Oh. Na, die Diamanten nehme ich doch sehr gerne mit. Alter, wie viel die aushalten. So, da haben wir noch so ein Schattenwesen. Hallo. Kupferbarren. Muss ich die nicht selber herstellen? Schön. So. Aktuell keine Geoden. Tja, Frankenfuchs? Keine Ahnung. Gut, gehen wir nach Hause. 23.40 Uhr. Das ist spät schon wieder. Bushaltestelle. Ach komm, können wir auch nochmal die Tonne werfen. Eine Hazelnut. Und dann, Alter, hier ist aber viel fertig geworden. Schön. So, weg. Schleim. Kopper. Haselnuss nicht. Das kommt hier hin. Die Haselnuss kommt weg. Ich guck ganz kurz noch. Ach, Öl ist fertig. Schön. Ja, was auch immer wir mit dem Öl anstellen können. Guck nochmal ganz kurz. Haben wir? Ja, da haben wir auf jeden Fall nicht. Das haben wir auch.
Eismarken können wir auch verschenken und die anderen beiden Sachen verkaufe ich. So, 4 Diamanten mittlerweile auch wieder. Also wenn ich Geld bräuchte, dann würde ich natürlich die Diamanten verkloppen, aber so, ne? Achso, Fernsehen gucken, schnell. Leben vom Land, willkommen. Der Winter steht vor der Tür. Das heißt, dass erstmal Pause im Hofbetrieb angesagt ist. Es gibt keine Aussaat im Winter. Außer du bist glücklicher Besitzer eines Gewächshauses. Nee, aber es gibt trotzdem eine Menge zu tun. Mehr dazu das nächste Mal. Wetterbericht. Schon wieder nur wolkig. Alter, dieses Wetter ist so wahnsinnig gut jedes Mal. So, 4600. Läuft. Läuft. Und läuft. Ja, dann können wir im Winter natürlich unsere gesamten Sachen hier abbauen. Upgraden. So, achso, ich habe übrigens ein neues Rezept gelernt. Gebratener Aal oder sowas. Schön einfrösteln, was? Hallo Barney, schon ein Frösteln in der Luft gespürt? Könnte der Einzug des Winters sein. Oder das Kribbeln eines dunklen Geistes, der uns hilft, das Fest von morgen zu feiern. Die Geisternacht. Komm um 22 Uhr vorbei, wenn du mitmachen willst. Bürgermeister Louis. Bürgermeister Louis. Katze streicheln. Honig nehmen. Wildhonig. Oh, Pilz. Kann ich aus Pilzen eigentlich auch irgendwas... Brutzeln? Also ich habe hier gerade keine... Hier ist fertig. Ne, ich will nicht essen. Okay, da kann man ihn also nicht reinlegen. Da geht's nicht, ne. Gut, ein bisschen Bier hergestellt. Ansonsten... Ich glaube, jetzt hatte ich alle Hühner. Das war am Tag davor auch so schlimm, an die Hühner ranzukommen, weil die alle übereinander lagen. Sind wir denn eigentlich bald mal fertig mit dem Ding hier? 2 Tage noch. So, Baum schütteln, passiert nichts. Oh, Wein ist nochmal fertig. Super. Ja, dann kann ich auch ganz getrost das schon mal nicht mehr gießen. Genauso wenig wie die Aubergines, weil in 3 Tagen wachsen die alle nicht mehr. Dann kann ich entspannt das hier gießen. Dicker, danke. Ach so. Ja, also hier Mais und Kürbis. Also Kürbis wird auf jeden Fall fertig, daran kann ich mich erinnern. Der Mais, ja, mal gucken. Und Preiselbeeren muss ich auch nochmal gucken, ob ich die hinkriege. Gut, okay. Ich mach ganz kurz Wein. Aus den Weintrauben. Nein, du sollst sie nicht essen. So. Kurz mal den Wein und die Wein. Den. Heißt das Weingelee? Naja, das auf jeden Fall mal abgelegt. So, die Aubergine können wir wieder reinlegen. Die hatten wir nämlich nicht mehr. Und der Rest wird verkauft. Pilz kommt weg. So, dann schmeißen wir den Kühlschrank wieder voll. Zack, 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 zack. Gut. Tja. Tja, was mache ich jetzt noch? Achso, wir können ganz kurz nochmal unten bei die Fische gehen. Ich hoffe, dass ich hier unten noch durchkomme. Ja. Hier komme ich auf jeden Fall nicht durch. Achso, und wir können gucken, ob neue Bäume gewachsen sind. Alter, hier ist aber auch richtig viel. Ne, immer noch nicht. Kacke, Alter.
ist echt ungeil. Dass diese Baumfarm nicht wächst. Also die Bäume auf der Baumfarm. Ansonsten hier ist ja alles so was von voll mit Bäumen gerade. Sehr gut. So, Kaviar. Kommt in den Kühlschrank. Haben wir mittlerweile auch schon drei. So, Geburtstag dürfte keiner mehr haben. Ja, wir können aber die Gioden aufcracken. Ach, seht da, da wachsen auch schon direkt wieder Bäume. Ohne, dass ich was getan habe, auch da. Minen. Quatsch. Stadt. Was kostet denn das Upgrade zur Golddings? 10.000. Kupfermülleimer. Kopper. Jolt. Irgendwas. Pyrit. Bin mir relativ sicher, Pyrit hatten wir schon. Ja, da ganz rechts steht's. Sieht nicht so aus. Alter, hör auf zu gießen. Eigentlich. Zwergenschriftrolle. Ne, ich kann sie nicht umbasteln, nur wenn ich in dem Ding bin. So, was haben wir denn hier noch für Bücher? Von Mani. Tiere sind sehr empfindlich. Sie mögen es, jeden Tag gestreichelt zu werden und mögen das Gras draußen mehr als trockenes Heu. Ah. Sie mögen es aber nicht, im Regen zu stehen. Glückliche Tiere produzieren höherwertige Erzeugnisse. Okay. Von Mani? Natur. Sag mal. Ah, da. Zipp zum Land. Nutze Dünger, um die Qualität zu verbessern. Die Arbeits... Ja. Obstbäume brauchen eine volle Jahreszeit, um zu wachsen, benötigen aber kaum Pflege. Sorge dafür, dass das Gebiet rund um die Saat nicht verstellt ist. Sonst wachsen sie. Pflanzen gehen nach Ende einer Jahreszeit, außer sie wachsen in mehreren Jahreszeiten, zum Beispiel Mais. Grünkohl und Weizen müssen mit der Sense geerntet werden. Ja, okay. Das sind Sachen, die ich schon wusste. Technologiebericht. Die Blaupausen für eine fortschrittliche Maschine namens Kristallarium wurden vor einer Weile veröffentlicht. Diese Maschine kann Kristalle praktisch aus dem Nichts wachsen lassen, wodurch ihrem Besitzer ein endloser Vorrat an wertvollen Edelsteinen winkt. Und so funktioniert sie. Lege einen Edelstein deiner Wahl in das Kristallarium, dann sei geduldig. Es kann mehrere Tage dauern. Früher oder später hat das Kristallarium eine Kopie aus dem darin abgelegten Objekt geschaffen. Es ist fertig, wenn es aufhört zu wackeln. Entferne das Fette um eine weitere Kopie an. Du musst es nie auffüllen, außer du willst einen anderen Edelstein reproduzieren. Das ist darum nicht mit einem extrem seltenen, der als prismatische Scherbe bekannt ist. Aus irgendeinem Grund interagiert das elektromagnetische Feld der Scherbe negativ mit dem Kristallarium. Und wie stelle ich so ein Kristallarium her? Hell. Habe ich das jetzt gelernt? Ne, Hofrechner. Das, ja, keine Ahnung. Ich weiß immer nicht, wie ich ein Zwergengerät herstelle. Das Mysterium der Zwerge. Die Zwerge nennen sich selbst Smoluanu. Was übersetzt so viel wie Himmelsleute bedeutet. Ein merkwürdiger Name für eine Gruppe, die tief im Untergrund wohnt, nicht? Weiteres Mysterium der Zwerge ist die fortgeschrittene Technologie, die sie angeblich besitzen sollen. Aufgrund von Anhaltspunkten wie diese fühle ich mich, trotz des Sports, zu einer neuen These veranlasst. Ich glaube, dass die Zwerge die Überreste einer einst weit fortgeschrittenen Zivilisation sind, deren interplanar Vehikel auf dem Planeten vor langer Zeit abgestürzt ist. Ich vermute, dass das zwergische Raumschiff sich tief in den Boden bohrte und über die Zeit passten sich die Zwerge an einen neuen Lebensraum der Erde an. Frag mich, warum kamen sie nicht einfach nur in die Oberfläche und lebten dort? Vielleicht hatte ihr alter Planet eine stärkere Atmosphäre, die sie von der stellaren Strahlung geschützt hat und sie können nicht unter unseren Sonnenstrahlung überleben. Das würde erklären, warum sie nur in der Nacht an die Oberfläche kommen? Und sich von unseren Häusern zu nehmen, was sie brauchen? Was? Nachts sind Zwerge unterwegs? Also ich meine, wir haben ja schon einen gesehen. Höhepunkt des Buches von Joba. Vor der Zeit gab es nur endloses, goldenes Licht. Das Licht rief zu sich selbst Joba. Joba wollte mehr. Joba wirbelte das goldene Licht in einem Vortex. Joba wirbelte und wirbelte, bis sich im Auge des Vortex ein Loch formte. Aus diesem Loch entsprang ein Samen. Joba schliff das goldene Licht. Joba schliff und schliff, bis das Licht zu fruchtbarem Boden wurde. Pflanzte Joba den Samen. Der Samen keimte auf und siehe da, eine Ranke sprang himmelwärts, sich wehrend und tastend, während sich in einen krümmenden Schatten auf die goldene Leere warf. Nach 11 Tagen trug die Ranke Früchte. Joba schaltete die Hartschale mit verständnisweise ab und sah die Welt, die sich darin befand. Und das ist, wie die Welt geschaffen wurde. Ah ja. So also die Entstehungsgeschichte der Erde. Zumindest laut Stardew Valley. Na gut, dann machen wir Feierabend.
sehen uns morgen, also in-game, morgen wieder. Und zwar, wenn das Geisterstundenfest, die Geisterstunde ist. Da werden wir uns dann wiedersehen und dann werden wir auch in den Winter übersiedeln zusammen. Bis dahin, herzlichen Dank, ciao, tschüss und auf Wiedersehen.